Ein Schritt in die Piroggeria und man verlässt nicht nur den Bürgersteig, sondern Deutschland direkt mit. Das Ladenlokal auf der Lohstraße mitten in Krefelds Innenstadt gibt einem das Gefühl, plötzlich in Polen zu sein. Polnische Süßigkeiten, polnische Fertiggerichte und überall polnische Beschriftungen. Das wirklich Besondere sind aber diese kleinen Dinger. Sie heißen Piroggen und gehören für fast jeden Polen zur ganz normalen Speisekarte. In dem osteuropäischen Land gibt es sie an jeder Ecke. Hier hingegen sind sie echte Exoten. Hergestellt sind die kleinen Taschen aus Nudelteig. Nichts Besonderes also. Das Spezielle ist die Füllung. Neben Klassikern wie Fleisch oder Sauerkraut mit Pilzen gibt es auch Erdbeeren, Blaubeeren, Kirschen oder Weichkäse. Sauerkraut, Pilze zum Beispiel sehr beliebt sind. Sauerkrautfleisch, dann Pilze, Waldpilze, auch sehr lecker. Gebratene polnische sind am besten, glaube ich. Aber das ist sehr unterschiedlich. Das Ladenlokal gibt es seit Oktober 2011. Neu ist allerdings das hier. Mit dem schicken roten Imbissfahrrad geht es seit einigen Wochen jeden Tag ab auf die Hochstraße. Vor der Tour muss Monika aber noch die letzten Piroggen für den Wagen vorbereiten. Cindy schiebt die rollende Küche routiniert über die Hochstraße. Heute bekommt sie sogar Hilfe vom Chef höchstpersönlich. Schnell wird alles aufgebaut, jetzt müssen nur noch die Kunden kommen. Die Reaktionen teilen sich. Es gibt natürlich Menschen, die kommen jeden Tag wieder, weil die es so lecker finden. Es gibt auch andere Menschen, die laufen einfach weiter, weil sie das einfach nicht kennen. Aber wir haben anfangs hier was zum Probieren gemacht, das mache ich ab und zu auch noch so ein bisschen. Und dann holen die Leute das meistens auch. Also es wird von Mal zu Mal immer besser. Solange die Leute sich dran gewöhnen, ist ja alles in Ordnung. Das Fahrrad fällt auf, das ist schon mal klar. Aber mehr als skeptische Blicke erntet der Stand mit den polnischen Spezialitäten erstmal nicht. Neben den Blicken gibt es auch viele Nachfragen. Aber wie erklärt man das? Ey, das sind eigentlich wie Teigtaschen, oder? Für welche, die wirklich sehr begriffsstutzig sind, sind es eigentlich wie Ravioli. Nur halt in größerer Form und da drin sind immer frische Zutaten. Und ja, man kann ja halt aus der Speisekarte wählen und ja, kann man auch notfalls mischen, falls man was nicht probiert hat. Ja. Nach knapp 10 Minuten kommen die ersten Kunden. Aber warum ausgerechnet hier? Weil ich, meine Oma macht das manchmal. Daher kenne ich das und ich war mal in Polen und da habe ich es auch gegessen. Und ich habe mich gefreut, als ich das gestern habe ich es gesehen. Und da war ich aber satt und deswegen bin ich heute nochmal wiedergekommen. Die Piroggen kommen frisch aus der mitgebrachten Box und werden dann direkt vom Kunden gebraten. Obendrauf kommen noch geröstete Zwiebeln und saure Sahne und dann darf gegessen werden. Und wie schmeckt's? Sehr gut. Ja? Ja, sehr lecker. Während Cindy noch bis zum späten Nachmittag auf der Hochstraße bleibt, geht in der Piroggeria das Tagesgeschäft weiter. Monika macht eine Fuhre Piroggen nach der anderen. Denn obwohl es hier auch andere polnische Spezialitäten gibt, gehen die Teigtaschen am besten weg. Auch wenn noch nicht alle Krefelder von der polnischen Spezialität überzeugt sind, die, die es schon mal probiert haben, sind es fast immer. Ja, ich komme immer hier. Ich bin auch hier Stammkunde, ne? Schmeckt lecker? Schmeckt lecker, wunderbar. Wenn Sie nun auf den Geschmack gekommen sind, wünschen wir Ihnen nun Schmaschnego.